Hallo. Heute mal nicht draußen, aber dafür drin mit einem kleinen Bushcraft-Tipp. Bei den ganzen Ultralight vergisst man ja ab und an auch mal so ein bisschen seine Wurzeln. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht für euch eine kleine Idee für euer Lagerfeuer bzw. für euer schönes Lagerleben. Wenn euch das interessiert, bleibt am besten dran. Was das hiermit zu tun hat, werdet ihr da dann sehen. Ja, wie wir alle wissen, ist natürlich ein schönes Buschkraftlager immer mit einem kleinen Feuerchen verbunden. Und zumindest mit etwas Flamme und Licht. Passt auf, wenn die Waldbrandsaison anfängt, hat ein Feuer nichts im Wald zu suchen. Aber ich denke, das wissen Buschkrafter so oder so. Brauche ich nicht viel erläutern. Ja, kommen wir dazu, was ich hier für euch habe. Jo. Ich habe hier eine kleine Bonbondose, die kriegt man überall in Billigläden, in so Euroläden, bei Textilanbietern habe ich diese hier zum Beispiel geholt und da sind dann zum Beispiel so leckere Kirschbonbons drin, Eisbonbons, was auch immer, ist auch vollkommen egal. Und ja, dann braucht ihr noch was dazu, zeige ich euch jetzt. Jo. Dann braucht ihr noch zwei andere Dinge. Neben dieser Dose einmal Kerzenstumpen. Wenn ihr zu Hause, sag ich mal, Kerzenstumpen habt, schmeißt die nicht weg. Ich sammle die immer in den Karton und dann kann man die wunderbar einschmelzen. Als zweites oder vielmehr als dritte Zutat braucht ihr Pappstreifen. Wenn ihr Päckchen kriegt oder so, habt ihr bestimmt das ein oder andere Paket von Amazon oder von anderen Online-Anbietern. Und wenn ihr das alles habt, sprich Kerzenstumpen und diese Pappstreifen hier, von denen ihr ein paar machen könnt, die nehmt ihr einfach mit einer Schere, schneidet euch die zurecht, könnt ihr euch sowas Schönes hier machen. Und zwar ist das Wachs und Pappkarton. Und ich glaube, jetzt wissen schon viele, worum es geht. Allein schon vom Titel her. Aber letztendlich, ihr nehmt Pappstreifen, tut die hier drin einrollen, presst das richtig schön, also so, dass es fest ist und lasst Wachs dazwischen laufen. Und schon habt ihr ein wunderschönes Feuerchen, was stundenlang brennt. Und mit stundenlang meine ich stundenlang. Ich habe hier einen von denen gebaut und eine so eine Dose brennt mit Sicherheit 8 bis 9 Stunden. Heißt, für einen schönen Buschkraftabend ein wunderbares Feuerchen. Welches man schön, wenn man es hier so hinstellt, wunderbar auch auf den Tisch hinstellen kann, beziehungsweise auf dem Waldboden, keine Brandgefahr, relativ gering und sieht einfach nur schön aus. Und wie schön das aussieht, zeige ich euch jetzt mal. Ich mache es nämlich an. Jo, Feuerzeug. Durch den Wachs brennt das richtig schön. Jetzt müsst ihr euch noch so einen kleinen Reflektor vorstellen und ihr habt eine schöne kleine Flamme, auf die ihr gucken könnt. Und wie ich schon sagte, das Zeug brennt stundenlang. Und dadurch, dass das in der Dose ist, Deckel drauf. Ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Bushcraft-Tipp gefallen und nachmachen immer erwünscht. Denkt dran, Waldbrandgefahr ist nicht mit zu scherzen. Ihr wisst da selber, ihr seid erwachsen. Aber auf jeden Fall, gerade für den Winter, schön vor dem Lager so ein kleines Feuerchen machen, ohne dass es wirklich ein Feuerchen ist. Und ihr seht, das, also
das brennt wirklich stundenlang und es geht super schnell an. Ja. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Daumen freuen. Und ansonsten, das nächste Video kommt mit Sicherheit. Kurzer Sneak Peek. Meine Wandervideos vom Neanderlandsteig sind leider dem Technikteufel zum Opfer gefallen. Von daher muss ich mal schauen, was ich mache. Ja, ich danke euch und verabschiede mich noch mit ein paar kleinen Videoaufnahmen von der Flamme im Dunkeln.